zurück zu Diablo Immortal. Es gibt hier irgendwie neue Aufgaben. Schauen wir uns gleich mal an. Ich habe schon ein, zwei tägliche Sachen eingesammelt. Noch nichts groß gemacht, aber... Geist der Tod, kosmetische Gegenstände werden bald entfernt. Achso, sowas muss man kaufen. Ja, dafür haben wir ja kein Geld. Geist der Tod. Sieht schon ziemlich gut... Boah, der Schild. So richtig aus zusammengenähter Haut. Einen auf den oder so. Ich mag so kleine Details. Sieht schon krass aus, aber... Ja, haben wir kein Geld für. Wollen wir kein Geld für ausgeben. Einmal kurz das Emblem abholen und dann gucken wir mal nach der ruinierten Expedition. Mit dem Truppenverwalter müssen wir dann sprechen. Ich weiß nicht genau, was da auf uns zukommt. Falls die Geisterkutsche haben wir ja schon länger. Da könnte ich auch mal schauen, ob wir die zufällig irgendwie mal antreffen. Können wir vielleicht mal gerade da auch regelmäßig... Ja, früh, da weiß ich doch, aber ich dachte, wir können uns doch was hin teleportieren. Ja, einfach mal irgendwo hin. Irgendeins davon war doch, ja, das hier, ne? Gucken wir mal, ob die zufällig gerade da ist. Da steht dann immer so eine Zeit, so wie dauert noch 17 Stunden oder weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die einmal gesehen, zufällig, aber ich weiß gar nicht mehr. Ja, trifft ein in 40 Stunden. Das ist mir ein bisschen zu lang. Sprechen wir doch mal mit dem Herrn von der neuen Quest. Ich glaube jedenfalls, dass sie neu ist. Sie wurde jedenfalls jetzt da links extra angezeigt. Ja, gut, da müssen wir auch unbedingt noch machen. Wir sind noch zu nix gekommen. Heute ist Bestiarium doppelt. Traumhaft. Mal gucken. Valstus, habt ihr die Nachricht erhalten? Gut, ich werde eure Zeit nicht weiter verschwenden. Ein alter Kamerad, Ferdinand, war dabei, eine Expedition in Duncraig abzuschließen. Wir hätten uns gestern am Wolfstor treffen sollen. Den ganzen Tag ist niemand von seiner Truppe aufgetaucht. Ich bin mit der Rationierung beschäftigt. Könnt ihr die Wachen befragen? Ferdinand, ohne D, ist ein kluges Köpfchen. Seine Expedition könnte für uns beide eine gute Gelegenheit sein. Klar, ich kann einen Auftrag für euch erledigen. Warum nicht erledigen? Seid ihr fertig mit herumschleichen? Sucht nach Ferdinand. Dann lauf mal hin. Ich weiß nicht, warum wir nicht mit uns reden. Alles in Ordnung, die Führungen sind in diese Richtung. Lalala. Was? Nein, ich werde nicht tun, was ihr verlangt. Nein. Seid ihr Ferdinand? Seid ihr verletzt? So wie es klingt auf jeden Fall. Ihr kennt mich? Dann kennt ihr auch Valstus. Könnt ihr mich zu ihm bringen? Hier entlang. Was ist mit eurer Expedition geschehen? Okay, ist er von alleine gegangen? Solo-Story-Dungeon. Seid vorsichtig. Lasst euch Zeit. Der verwandelt sich doch noch. Der sieht doch schon aus wie ein Zombie. Kotzt und so. Weiß nicht, wie viel ich habe. Kann nicht klar denken. All dieser Lärm. Moment mal, wovon redet ihr da? Na, wird doch gleich ein Zombie oder so. Das ahne ich schon. Pferd? Einer von euch bringt einen Heiler! Bewegung! Weißt du, es ist zu spät, zu spät. Markwey, Lissa, die ganze Bande. Er murmelt vor sich hin, er wirkt verletzt, aber ich sehe kein Mal an ihm. Seine Augen leuchten. Und Syranga in den Kellern. Was habt ihr gefunden? Es hat in mich hineingeguckt, in meinen Verstand. Und jetzt verwandelt. Das war doch klar. Hat man ja schon gesehen. Und er infiziert gleich alle anderen mit. Traumhaft. Wow. Da waren die Potions auch. Die müssen heile bleiben. Und wo sind wir? Ich höre es. Das Flüstern wird lauter. Muss es aufhalten. Ich sehe überall nur noch Nebel. Es muss dieser Nebel in der Luft sein. Ich werde es nicht tun. Haltet sie auf, geht. Bewohner untersuchen. Was ist los mit euch? Reißt euch zusammen. Blut bringt Stärke. Wascht die Erde damit. Was auch immer mit euch geschieht, haltet es zurück. Es tut so weh. Nein. Krieg ist Essen. Blut ist Wasser. Ich verhungere. Genug. Ihr wollt diese Leute nicht verletzen. Ich muss sie aufhalten, bevor sein Massaker endet. In einem Massaker endet. Unbändigen ausschalten.
Ihr werdet bewusstlos sicherer sein. Das mag wohl so sein. Ich musste, es tut mir leid. Noch einer? Untersucht den Nebel. Verzeihung, das wird noch 100 Jahre dauern, bis ich keinen Husten mehr habe. Winzige Spuren, winzige wie Pulver in der Luft. Wachen, sperrt den Platz ab und haltet die Leute zurück, sofort. Kommt nicht in die Nähe. Okay. Ferdinand, er ist wach. Lasst es niemand anderen haben. Nehmt es an euch. Hier. Ferdinand, Ferdinand, verdammt! Ferdinands Karte nehmen. Okay. Ist er tot? Er ist verschwunden. So ein Bing danach. Es tut mir leid, Walstus, was sie gefunden haben. Er wollte es euch offensichtlich bringen. Cyranga ist markiert. Nord Duncraig. Das ist seine Expedition. Das Risiko muss sich für ihn wohl gelohnt haben. Die Stimmen und dieses schreckliche Gefühl, sie lassen nach, aber sie sind noch nicht verschwunden. Vielleicht gibt es einen Weg, diese Personen zu heilen. Das hoffe ich. Die Wachen sollen sie fesseln. Wir sollten Ferdinands Spuren folgen und verdammt nochmal von ihr verschwinden. Wieso ist er denn nicht befallen? Also wir sind ja special, das wissen wir ja schon. Schloss, die sind betreten. Was ist mit ihm? Alle anderen sind ja auch irgendwie betroffen. Ich frage mich, ob es das ist, was die Expedition gesucht hat. Sieht komplett verlassen aus. Mit ihm sprechen, das kriegen wir hin. Wenn wir es denn hinkriegen. Die Wände sehen nahezu undurchdringlich aus. Dieser Hang am Fuße des Schlosses. Eindringlinge würden einem Regen aus Pfeilen entgegenstehen. Gut gemacht, Ferdinand. Wie fühlt ihr euch? Ziemlich unbehaglich. Nicht, dass das etwas Neues wäre. Betretet Schloss Cyranga. Keine Ahnung, was wir hier machen gerade. Tür öffnen. Noch mehr Nebel. Haltet den Kopf unten und weiter geht's. Aus Ferdinands Truppe sieht nicht so aus, als wären sie friedlich gegangen. Heiliges Licht. Die Sporen sind überall. Wir müssen ihre Quelle schnell finden, bevor... Geh tiefer ins Schloss, machen wir. Schlosstiefen betreten. Na dann. Hörst du wohl auf zu flüstern? Du gehst mir auf die Nerven, was die alles hören, ne? Ich habe nichts gesagt, aber ich fühle mich mit jedem Atemzug stärker. Und ihr? Ja, was auch immer das Böse ist, das sich hier eingeschlichen hat, es verlangt einen Preis. Zerstört die Untoten. Das ist die Belohnung. Kills. Yes, he's patient. Okay, seht ihr das? Was sehen wir denn? Wir sehen noch nichts. Wir konnten ja nicht vom Winkel der Kamera her was verändern. Verfluchte Wurzeln. Ein Baumstumpf? Die Luft ist so schwer wie noch nie. Ja, atmen fühlt sich. Die Stimmen werden lauter. Passt auf euch auf, Walstus. Ja, ich glaube, ich muss husten wegen der ganzen Sporen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Dreckiger Abschaum. Er wird nie wieder euer sein. Gehen wir noch. Der gierige Schwein. Stark, stark genug für die Macht. Okay. Die Wurzeln haben sie sich bewegt? Was ist das? Ich dachte, wir haben es aufgehalten. Warum höre ich dann also noch das Flüstern? Die ausgehungerten Toten sind nicht mehr. Vielleicht haben wir sie endlich aufgehalten. Die Stimmen klingen zufrieden. Oh, das sieht nicht aus wie zufrieden. Oh, nein. Kämpft dagegen an, Walstus, bleibt bei Verstand. Kann es ertragen, ich. Die Macht an diesem Ort, unglaublich. Pferd hatte recht, stellt euch nur vor, ein wieder errichtetes Cyranga. Ein glänzendes Leuchtfeuer in den Bergen, unser Leuchtfeuer. Wir müssen euch hier rausholen, sofort. Das Schloss läuft uns nicht weg. Schloss läuft uns nicht weg. Nicht ohne den Preis. Die Sporen konzentrieren sich um diesen Baumstoff. Er wird brennen. Muss ich noch was machen? Brennt von alleine, ne? Jetzt sieht es doch schon sporenfrei aus. Genau das war schlau. Zurück nach Westmark. Okay, Westmark.
Dann machen wir mal ein Portal. Und da hüpfen wir dann offenbar rein. Okay, das war ein bisschen schräg. So richtig verstanden habe ich es nicht. Was ist denn der Preis? Der Preis ist die Stärke dann, die man bekommt? Oder, also unser Preis? Oder der Preis, den wir bezahlen müssen, ist dann, dass wir irgendwie unseren Verstand geben? Keine Ahnung. Wir geben unseren Verstand ab und werden stärker vom Nebel? Ich weiß nicht. Sieht so aus, als würde der Nebel sich verziehen, ne? Ja, das ist doch schon mal gut. Tiefenzorn von Zyrenga abgeschlossen. Fühlt ihr euch besser? Viel besser, die Stadtbewohner auch, so wie es aussieht. Davon gehe ich nicht aus. Ich werde nach ihnen sehen. Sprechen. Ihr würdet nicht glauben, was für Träume ich in letzter Zeit hatte. Okay. Oh, warum habe ich all diese blauen Flecken? Ja, weil du dich geprügelt hast wahrscheinlich. Habe ich mir eine Rippe gebrochen? Es tut weh zu atmen. Okay, und kein Nebel mehr hier. Alles scheint soweit ruhig zu sein. Viel zu verdächtig, ha? Dann wieder mit ihm reden. Sieht aus, als ginge es ihnen gut. Wir müssen sie geheilt haben. Wenn nicht, schaffen wir es beim zweiten Mal. Wir lassen Zyrenga nicht inmitten von Banditen und Untoten zurück. Ihr habt sie auch gespürt, oder? Die Macht in den Mauern? Das Schloss könnte sich gegen die Höllen als wertvoll erweisen, aber wir müssen vorsichtig vorgehen. Untersucht es so gründlich ihr könnt. Ich bereite mich vor. Versammelt eure Freunde am besten, die stärksten, die ihr habt. Okay. Fertig? Okay, okay. Das heißt, das ist jetzt fertig? Das war's schon? Sieht so aus, aber wenn wir hier gerade schon sind, können wir mal ganz kurz gucken. Ja, wir haben das halt schon einmal gemacht, aber sind trotzdem zu low dafür. Können ja mal gucken, ob hier überhaupt was... Ja, wir können uns da halt nicht... Stufe 3 und 2 können wir sowieso nicht. Wir können halt auch einfach nicht, weil wir... Oh, können wir? Auch wenn wir zu low sind, können wir da rein? Ich dachte, wir können da gar nicht rein. Oder können wir da rein, weil wir Stufe 1 gemacht haben? Aber ich fürchte fast, das wird trotzdem 100 Jahre dauern. Was ist hier noch rot? Warum gibt es hier einen roten Punkt, weil es jetzt... Das stand hier, schließt zunächst. Schließt zum Freischalten Schwierigkeitsstufe 2 ab. Haben wir das noch nicht gemacht? Ja, ja, das ist okay. Dann gehen wir da rein. Da raus. Können ja hier mal... Obwohl, das ist 3. 3 können wir nicht, ne? Und 2 gibt es nicht. Ja, dann hilft es leider auch nicht. Können wir hier irgendwo... Ah ja, doch. Schwierigkeitsstufe 2 steht dran, aber es nützt wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, warum das hier... Kann ich hier irgendwas abholen? Weil da so ein roter Punkt ist. Das irritiert mich. Oder leuchtet es einfach nur rot, weil wir das diese Woche noch nicht gemacht haben? Hm. Kann natürlich sein. Ich würde sagen, wir machen aber mal das, was wir letztes Mal machen wollten. Nämlich ein neues Herausforderungsportal. Mal wieder alleine. Mal sehen, ob wir da jetzt immer noch angezeigt bekommen, dass die eine hohe Monster-Schwierigkeitsstufe haben. 33 sind wir erst. Die Guten sind da schon 100 Level weiter oder noch mehr. Aber mal schauen, ob wir das vielleicht noch schaffen. Vielleicht schaffen wir dann 34 auch noch. Mal gucken, wie es so läuft. Also ich sehe auf jeden Fall jetzt nicht mehr die Info von wegen super hoch. Das hatten wir, glaube ich, die letzten Male noch. Ist auch schon wieder ein paar Paragon-Stufen her, dass wir das angezeigt bekommen haben. Können wir ja jetzt hier wieder ein paar zusammenziehen, hoffe ich. Ohne, dass wir sterben, hoffe ich. Run, if you like. There is no escape. Konnte mich nicht bewegen. I am renewed. Konnte mich leider nicht bewegen. So, kommst du bitte? Tauchst du bitte auf? Heiliger Stein, wie kriegen wir die? Ich weiß das gar nicht. Gehen wir mal hier lang. Ja, wir müssen ein bisschen zusammenziehen, aber... sterben halt die ganze Zeit so halb. Das gefällt mir nicht. Zu low, zu low, zu low. Man sieht hier eigentlich gar nicht so viel mehr low. So viel zu low. Nicht mehr. Ja.
eine Heilkugel würde ich vielleicht noch nehmen. Deswegen haben wir noch die Schnauze, ne? Wofür seid ihr eigentlich da, wenn ihr die gar nicht bekämpft hier hinten? Das dauert mir hier alles zu lange so. So, und ich würde gerne... Oh, da vorne ist blau und... Ja, okay, dann machen wir sie hier mal ganz kurz zuerst. Ich bin vielleicht gleich wieder ein Problem. Ich will ja nicht ständig sterben. Mal passiert. Okay, dann jetzt diese hier. Oh, wann ist das passiert? Ach, der Gelbe steht bei uns. Jetzt sehe ich erst. Das hält mich an. Die Heilkugeln. Okay, Portalfortschritt. Wie viel brauchen wir noch? Nicht mehr so viel. Aber ein bisschen noch. Okay, reicht hier vielleicht aus? Zufällig schon, dass er sich das Traum macht. Nee, hier nicht. Hier jetzt. So, wohin kommt er? Ah, direkt hier. Wie praktisch. Und wen haben wir denn da? Igonikus. Igonikus. Sieht cool aus. Ist der 3 Treppe oder sieht das immer so aus? Ja, das macht sich glaube ich, was ich dachte. Er hat nur einen Kopf. Dann habe ich ein bisschen an einen Wendigo, so mit nur zwei Füßen. 3 Minuten 40. Zwei Füße so, einen Schwanz. So ein Köpfchen erinnert mich ein bisschen an die Wendigos von Final Fantasy, aber naja. Okay, aber das ist ja cool, dass wir das schaffen. Dann können wir vielleicht das nächste direkt noch machen. Dann können wir da ja wieder ein bisschen weitermachen. Dass wir da vielleicht tatsächlich auch mal annähernd an das Dreistellige kommen, auch wenn wir immer noch weit davon entfernt sind und noch nicht mal die Hälfte haben. Aber egal. Eins geht noch. Plünderung immer noch nur 1 von 8. Ich glaube, da wird sich kaum jemand finden. Das ist ja der Lowste von allen. Achso, da ist Ende. Dann gehen wir doch hier lang. Da unten sehen wir schon blaue. Bin ich in Ordnung. Hier wird auf jeden Fall wieder angezeigt, wo man das die Kreisstufe. Dann wird es mit den Dreistellig auf gar keinen Fall was. Aber auch die nächste schaffen wir auch leider nicht mal mehr. So, aber wir gehen natürlich hier lang, wo die ganzen blauen sind. Wenn wir dann hier durchlaufen dürften. Was nicht gut, dass ihr mich angreift. Könnt ihr das nicht, könnt ihr nicht meine Viecher angreifen? Was habe ich denn? Der Stein, der Stein. So, aber wir gehen hier oben lang, auch wenn ihr da unten den angreift. Ich will hier lang, kommt hier mit. Wenn hier schon zweimal blaue unterwegs sind, dann laufen wir auf jeden Fall hier lang. Leider gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Wo hier gute Drops sind, wollte ich gerade sagen. Wo gute Gegner kommen. Mal wieder ein paar blaue oder so, wäre halt nice. Wenn es schnell geht, dann hält es auch immer nice. Wenn es nicht blau ist, dann gehen wir hier lang. Sieht auch nicht so aus, als gäbe es hier blau. Aber immerhin ein paar zusammen. Es sieht mir so, als hätten wir hinten noch zwei einzelne kleine gekämpft. Egal, egal, egal. Wir gehen dann am Ende vielleicht nochmal kurz hier zurück manuell. Da ist ein gelber. Komm, wir gehen da hin. Wir gehen da einmal ein bisschen gehandelt machen. Fühlt sich gerade so an. Ihr seid hier oben, ne? Ihr seid wieder kacke und beschäftigt euch anders. War ja nicht anders zu erwarten. Die sind auch gut. Sehr gut. Dann gehen wir doch hier zum Gelben. Wo war er denn? Blau ist da auch noch. So, guck mal. Der Gelbe kommt auf jeden Fall mit. Aaron. Oh, 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 oh. Wir waren... Ja, hier closed gar nichts.
Aaron ist gleich dran. Und du kannst schon mal vorher dran sein. Okay, Aaron war schneller. Reicht noch nicht. Reicht du? Bist du der Letzte, den wir brauchen? Ja. Okay, wohin geht's? Nach da oben. Natürlich. Laufen wir gerne hier einmal ganz rum. Ist ja kein Weg. Kommt er uns entgegen? Das finde ich sehr nett. Schon wieder ein Igonikus. Achso, das spielt nicht viel. Zwar hinten habe ich ihn ganz gesehen. Dann ist es natürlich auch kein Wendigo. Oh, oh. So. Dann haben wir die Hälfte geschafft. Es kam mir schneller vor, aber ich glaube fast, wir waren gar nicht schneller. Das war aber mal ein echt heftiges Kotzen, was er hier von sich gegeben hat. Der Igonikus, dem geht es ja noch schlechter als mir, wie es scheint. Dem hatten wir 3,14. Ne? Hm. 4,12, wow, war sogar eine ganze Minute länger. Das hätte ich nicht gedacht. Hat sich nicht so schlimm angefühlt. Ja, ich laufe nochmal ganz kurz zurück, falls hier meine Viecher irgendwo was getötet haben, was ich nicht mitbekommen habe. Oh, laufen wir hier richtig? Ich glaube, wir waren von hier gekommen. Nicht, dass die hier irgendwo was gekillt haben und ich den Mut. Das wäre fatal. Von unten sind wir gekommen, ne? Aber das sieht hier alles sauber aus. Sauber, sauber. Dann können wir gleich hier den Ausgang nehmen. Als Eingang, also den Eingang als Ausgang nehmen, so rum. Ja. Kein Loot verpasst. Dann also zurück und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht finden wir dann ja mal eine Gruppe für zum Beispiel diese Bosse dann noch. Da müssten wir sowieso mal viel häufiger gehen, aber ich glaube, das machen die Leute nicht mehr so. Aber ja, wir sehen das mal. Also danke euch fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.